Tadam, tadam. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Starve. In der letzten Folge haben wir die Spinnen ein wenig massakriert. Ich denke mal aber, dass wir auch jetzt am nächsten Tag mal hier runter ins Schweinedorf gehen und gucken mal, ob da vielleicht die Spinnen auch wieder ausrasten und vielleicht Schweinspuschels fallen lassen. Wäre unglaublich klasse. Aber es ist kalt und deswegen werden wir hier unsere Thermalstones natürlich auch mitnehmen. Und wir sollten zusehen, dass wir halt genug Holz immer dabei haben. Es wird schließlich Winter. Das ist aber kacke. Wenn Winter wird, dann wird irgendwann dieser scheiß Klopsi-Klops kommen. Und dann sollten wir auf jeden Fall nicht zu Hause sein. Ich will nicht alles von vorne wieder loslegen hier. Das geht nicht. Das stresst mich. Oh, was haben wir denn hier? Ein Blasepfeil verwenden. Ist das dann nur einer, ne? Wenn da ein steht, gehe ich mal davon aus, dass es nur einer ist. So, das nehmen wir. Oh. Das war hier komplett falsch gelaufen. Wir müssen eins weiter runter. So. Boah, mich schüttelt es gerade hier, der Wind hier. Ich fange auch langsam an zu frieren. Naja, bei uns hier draußen liegt auf jeden Fall auch Schnee. Was ist denn das hier? Ah, Blume. Oh mein Gott, hier ist der Evil Baum. Okay, geiler Scheiß. Okay, es geht los. Es geht los. Okay, es geht los. Die werden das Schweinchen auf jeden Fall zerstören. Nein. Bevor die das Ding essen. Schnell, schnell, schnell. La, 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 la. Du kaputt gehen. Oh ja, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Das ist natürlich mega praktisch. Ah, nee. Ach, verdammt, es ist ja dunkel. Ah, ich vergaß. Okay, wisst ihr was? Aber ich kriege... Oh mein Gott. Oh, zumindest kommen wir an Seide ran. Okay, die zerfleischen sich hier auch gegenseitig. Das ist so unglaublich praktisch. Oh nein. Aua! Nein, greif doch diese Dinger an, du Kackscheißvieh, ey. So.
Oh, scheiße. Mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. Ich sollte mal ein Feuer... Und die Pinguine. Ich glaube, ich bleib mal heute Nacht hier. Essen haben wir ja eigentlich dabei. Zumindest eine Fleischbällchen. So, schön warm. Ich habe auch schon jetzt echt überlegt, ob wenn der diese Zyklopen-Boss hier kommt, das Problem wird sein, wenn ich den hierher locke. Der wird hier alles kurz und klein schlagen. Ich werde es nicht riskieren, hier dieses Dorf zu verlieren, nur weil hier dieser Fuzzi dann hier auftauchen muss. Sehe ich gar nicht ein. So, haben wir. So, jetzt müssen wir warten, bis es wieder hell ist. Dann können wir gegebenenfalls, da ist nur ein Spinnending. Wir müssen auch gucken, dass wir dieses Spinnending dort auch lassen. Ich glaube, man muss warten, bis dieses Spinnhaus, keine Ahnung, drei solche Dinger hat, weil dann glaube ich droppt halt, wenn man das zerstört hat, auch ein neues Spinnending. Dann können wir das nämlich da direkt daneben hauen. Neben das Schweinchendorf. Und somit kriegen wir Schweinefleisch. Beziehungsweise kriegen dann oh. Spinnchen? Okay, nein. Kriegen dann halt auch Seide und so weiter. Jetzt haben wir ja, ich glaube zu Hause haben wir auch zwei Stück Seide. Dann können wir uns zumindest mal hier so eine Netto-Miete erstellen. Wobei, das kann ich mir jetzt schon erstellen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche die Wissenschaftsmaschine. Verdammt. Ja. So, dinglingling, es wird wieder hell. Ja, jetzt wird es spannend. Wunderbar. Zerfleischt euch gegenseitig. Okay, jetzt geht's hier los. Ey, dass die Pinguine hier gar nichts machen. Das ist meins. Ah nein, ich kann das gar nicht sammeln. Okay, dann muss ich das hier noch essen. Bevor die das hier wegessen. Aber vielleicht lasse ich auch das Guano erstmal hier liegen. Da liegt noch Spinnenseide. Ah,
Okay. Nun gut, dann lassen wir das doch mal. So. Dann sollten wir jetzt mal wieder nach Hause gehen. Wie wär's denn? Okay, was wummert denn hier so schon wieder? Achso, einen Rasierer könnten wir natürlich gebrauchen, um an Buffalo Fell ranzukommen, ne? Fällt mir gerade so ein, aber ich werde die jetzt hier im Winter nicht scheren. Weil sonst frieren die armen Buffalos. So. Zu Hause. Aguano hatte ich jetzt mitgenommen. Nein. Das ist voll. Zack. Das lassen wir auch mal hier. Hier haben wir hier keine Falle mehr. Ja, gleich wird mir wieder kalt. So, einen nehmen wir mal schon mal mit. Den anderen lassen wir da. Boah, die Kacke. So. Was? So, hier haben wir neue frische Bäumchen. Wir brauchen jede Menge Holz, wir brauchen von allem alles. What? Oh. Was zur... Alter, die... Oh, ihr Kackviecher! Mann, erschreckt mich doch nicht so! Geht der Puls direkt auf 300 Millionen hoch. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo ist denn die Schaufel? Oh, mir zieht das alles gerade zusammen. Dann pflanzen wir natürlich auch hier neue Sachen. Ja, und wir frieren mal wieder, weil kalt. So, den Baum können wir. Der ist auch schön groß. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn wir uns eine Mauer bauen. Natürlich, dann kommen die nicht so schnell ran, aber so ein Zyklopending wird das ja auch nicht aufhalten. So, es wird jetzt eh gleich dunkel. Wartet mal.
So. Okay, wir sollten mal unsere Fleischbällchen da drinnen. Oh. Haben wir nicht irgendwas anderes noch? Ja, hier eine Möhre. Und es fängt an zu schneien, ist das zu glauben? So, wir haben auf jeden Fall hier unser Puschelöhrchen. Das können wir mitnehmen. Das hauen wir mal, wie gesagt, separat rein. Das nehmen wir mal komplett. Jetzt können wir nämlich hier schön unsere Hackbällchen machen. Unglaublich. Okay, was raschelt das so? So, dann haben wir das hier gleich direkt voll. Achso, nee, das kann ich noch nicht nehmen, weil kommt ja auch noch was raus. So. Die nehmen wir mit. Die Möhrchen packen wir hier auch nochmal in den Kühlschrank. So, dann würde ich sagen, der Winter ist gekommen, ne? Wie Eddard Stark es auch sagen wird, der Winter is coming. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge erstmal. Dann werden wir uns hier weiter versuchen zu versorgen. Erstmal hier schön direkt im Feuer stehen. Bis dann, ciao!